Basim, wie ist es gelaufen? Auf den Straßen redet man nur noch über die Auktion. Gerüchte verbreiten sich schnell. Es war diese Frau, Ning. Eine Frau an der Spitze? Das muss viele verärgert haben. Gleichermaßen verärgert wie verzaubert. Kein Wunder, dass sie ihre Identität geheim hielt. Nun machen sich die höchsten der wohlhabenden Halunken in ihre Seidenroben, aus Angst, sie wären die Nächsten. Der Orden wird jetzt nicht aufhören. Wenn sie den Osten erreicht haben, lässt sich kaum sagen, wie weit sie noch kommen. Hast du ihn gesehen? Den Djinn? Ich... Jetzt ist er fort. Er ist fort. Ruh dich aus. Unser Werk ist noch nicht vollbracht. Ich bin da. Basim, mach langsam. Ich darf sie nicht warten lassen. Ist deinen Gefährten eigentlich bewusst, dass ihr Jäger im Schlaf selbst gejagt wird? Wenn er nur im Schlaf käme, könnte ich es ertragen. Aber er folgte mir, als ich aus El Anbar floh. Und nun kommt er auch, wenn ich meine Ziele töte. Die aus dem Palast. Mit den Masken. 4 tot durch meine Hand. Der letzte, der Kopf der Schlange, schließt sich ihnen bald an. Warum die Kehle durchschneiden, wenn du die Zunge lockern könntest? Was? Wieso sollte ich... Der Djinn schlug nur im Schlaf zu. Er war dir tagsüber nie auf den Fersen, bis du in jene Truhe gegriffen hast. Die Maskenträger schätzten ihren Inhalt sehr. Diesen antiken Gegenstand, der durch deine Berührung erwachte. Leben könnten sie Antworten geben. Ich jage meine Feinde. Ich breche nicht das Brot mit ihnen. Ich habe einen Eid geschworen. Wie kannst du jagen, wenn du gehetzt wirst? Wer ohne Last im Dunkel wandelt, kann dem Licht besser dienen. Ich halte meine Klinge fern vom Fleisch Unschuldiger. Nicht vom Orden der Ältesten. Wenn du deine Feinde nicht fragen willst, was in der Truhe war, dann frag deine Freunde. Und warum sie danach suchten. Meine Mitstreiter erwarten mich im Bruderschaftshaus von Harbia. Mach deinen Kopf frei, Basim. Blicke nach vorne.